Hallo, mein Name ist Dr. Carsten Vorwich und wir sind hier im LVR Freilichtmuseum in Kommern. Und hinter mir seht ihr die Bockwindmühle aus Spiel, die seit Jahren eigentlich das Wahrzeichen des Freilichtmuseums ist und die eines der ersten Gebäude hier im Freilichtmuseum ist. Also Windmühlen gibt es eigentlich schon seit dem frühen Mittelalter und die erste Windmühle belegt im Rheinland war im 13. Jahrhundert in Kamp-Lintfort und entwickelt haben sich die Mühlen tatsächlich als Bockwindmühlen und die haben ihren Namen deshalb, weil die Mühle auf einem Bock steht. Das heißt, um die Flügel in den Wind zu drehen, wurde das komplette Gebäude der Windmühle gedreht. Der Bock allerdings, das ist das Gestell hier unten, blieb stehen. Das heißt, wir haben einen senkrechten Hausbaum, auf dem ruht oben ein sehr mächtiger Querbalken und dieser Querbalken dreht sich auf dem senkrecht stehenden Hausbaum. Der Zahn der Zeit hat natürlich auch an unserer Windmühle hier im Museum genagt, also nachdem sie 1782 errichtet worden ist. Man sieht das Datum hier in einem der Schwellbalken, die hier als Kreuzschwellen verbaut waren. Hat sie viele, viele Jahre treue Dienste geleistet und 1958 ist sie dann abgebaut worden von den Mitarbeitern des Freilichtmuseums und hier wieder aufgebaut worden. Und die Schwellen mussten erneuert werden. Und deswegen liegt hier noch die Originalschwelle, ein Stück davon, wie sie ursprünglich eingebaut war. In den letzten Jahren mussten auch wir nochmal einige Sanierungsarbeiten hier an der Mühle vornehmen. Wir haben eine Thermobehandlung gemacht, weil Holzschädlinge sich ins Holz gefressen hatten. Die mussten wir wieder vertreiben und wir mussten auch einige von den Hölzern hier im Bockbereich neu machen, sodass sie jetzt aber wieder voll funktionsfähig hier steht und auch wieder vom Wind betrieben werden kann. Vor mir ist der Stert. Das ist ein sehr, sehr langes, großes Holz, mit dessen Hebelwirkung der schwere Bock, in dem sich ja auch das ganze Mahlwerk, Mühlsteine und alles befindet, gedreht werden konnte. Und zwar wurde im Prinzip unten an der Welle ein Seil angebracht und mit der Welle dann jeweils mit dem Stert und der Hebelwirkung der ganze Bock gedreht. Und zwar immer so, dass die Flügel in den Wind kamen, weil sonst drehten sie sich nicht und das Mehl konnte nicht gemahlen werden.